Auf Baustellen können Arbeiten wie Rammungen, Sprengungen, dynamische Verdichtung von Böden und der Betrieb schwerer Maschinen zu Erschütterungen führen. Diese Erschütterungen können Gebäude, Geräte und im schlimmsten Falle den Menschen schädigen. Enorme Kosten und Bauverzögerungen sind nur einige Probleme im Zusammenhang mit der Vernachlässigung der Auswirkung von Erschütterungen. Mit der Lärm- und Erschütterungsmessstation SV258 Pro können Sie durch einfaches Monitoring den genannten Risiken rechtzeitig entgegenwirken. Die SV258 Pro verwendet einen Erschütterungssensor, der auf verschiedene Arten montiert werden kann. Zum Beispiel direkt an der Gebäudewand, auf einem Edelstahlsockel SV207B mit Nivelliereinrichtung oder über eine Führung, die direkt in den Boden eingetrieben wird. Das Vier-Kanalsystem ermöglicht die gleichzeitige Messung von Erschütterungen in drei Achsen und Lärm. Je nach Umgebungsbedingungen kann das System über die Netzspannung oder mit Hilfe eines Solarpanels versorgt werden. Schalten Sie das System einfach ein und die Messung wird automatisch gestartet. Alle Messdaten sind über die SwanNet-Plattform jederzeit online abrufbar. Im Falle eines Erschütterungsereignisses sendet die Messstation sofort einen SMS- oder einen E-Mail-Alarm oder löst Lichtsignal- und Tonwarnungen aus. Besuchen Sie swantec.de, um mehr über dieses einzigartige Produkt zu erfahren.